Mahlzeit, herzlich willkommen beim Ride Review Videomagazin und einem kleinen neuen Video meinerseits, einem Sag mal an quasi. Und zwar hatte ich euch dafür ein Video, das habt ihr wahrscheinlich jetzt schon gesehen, wenn ihr es gesehen haben solltet. Das Video habt ihr, wenn ihr es gesehen habt, schon gesehen. Das war das FAQ-Video, wo es halt darum ging, einfach mal Fragen zu beantworten, die sehr häufig und immer wieder gestellt werden. Und da habe ich nochmal aufgerufen gehabt auf Instagram, dass ihr da nochmal schreibt, was denn so die gängigsten Fragen sind. Haben viele nicht verstanden und haben sehr spezifische Fragen gestellt. Das gehört in sowas nicht rein. Aber dann habe ich mir gedacht, gehen wir die ganzen Fragen doch jetzt einfach in diesem Video einmal durch. Nehmt euch was zu trinken, es wird lustig. Weiß man nicht, aber. User3100 hat geschrieben, gefragt: Wie vertreibt ihr euch die Zeit in den Warteschlangen? Wir gucken Löcher in die Luft. Nein. Meistens, also wenn man dann warten muss, also wir haben da echt ein ganz gutes Händchen für, also. Aber wenn man warten muss, ist das meistens damit verbunden, dass man, wenn es geht, Off-Ride-Aufnahmen macht von der Bahn. Und ansonsten guckst du Löcher in der Luft. Keine Ahnung, haben wir da irgendwas Besonderes, was wir machen? Nee, ne? Eigentlich nicht. Wir unterhalten uns oder wir lassen aber Leute. Ja, aber überwiegend ist dann halt Off-Rides angesagt. Ich spare mir das, glaube ich, mit den ganzen Namen, weil teilweise im Instagram haben Leute sehr komische Namen. Wird es dieses Jahr wieder ein Ride-Review-Weihnachts-Community-Video kommen? Das ist ein schlechter Satz. Nee, wird auf jeden Fall nicht. Es wäre jetzt auch ein bisschen spät, weil es gab auch keinen Aufruf für irgendwelche Videos. Es wird Heiligabend ein Video geben, aus der Reihe raus. Keine Ahnung, da werde ich dann vielleicht nochmal drauf eingehen. Warum nicht? Aber das wird es nicht geben. Heiligabend um 12 Uhr gibt es trotzdem ein Special Video. Und der gleichejenige hat gefragt, wie oft wisst ihr schon vor der offiziellen Ankündigung von Attraktionen Bescheid? Ab und zu. Das kann man, glaube ich, nicht konkretisieren. Manchmal werden wir auch schon im Vorfeld gefragt, was wir gut finden oder was wir nicht gut finden oder in welche Richtung es gehen soll, um jetzt nicht zu konkret zu werden. Also ab und zu ist, glaube ich, die richtige Antwort darauf. Wie viel verdienst du mit dem Kanal? Nicht genug. Definitiv nicht genug. Es deckt nicht alle Kosten. Wir machen ein Minus am Ende des Jahres. Aber dafür mache ich den Kanal auch nicht, sondern weil ich da Spaß an den Backen mit habe. Es ist der Aufwand und die Arbeit, die ich da reinstecke, ist zwar total nicht verhältnismäßig, aber so ist das nun mal. Wäre halt schön, wenn man davon leben könnte, können wir aber definitiv nicht. Hat sich seit dem Video zu Kameras viel an deiner Ausrüstung geändert? Ich weiß gar nicht, wie lange das her ist. Ich glaube, das ist sehr lange her, oder? Es hat sich definitiv sehr, sehr viel verändert. Ich weiß nicht mal, ob die Kamera schon da war. Keine Ahnung. Eigentlich ist alles relativ neu inzwischen. Also die Hauptkamera ist ein Jahr alt ungefähr. Und die neue GoPro ist jetzt eine Woche oder zwei Wochen alt. Also es hat sich alles geändert. Warum seid ihr immer so spitze? Boah. Weil wir die Besten sind. Keine Ahnung. Warum sind wir so spitze? Weiß Uschi auch nicht. Eigentlich sind wir ja beide rund. Was könnte die nächste große Achterbahn in Cedar Point sein? Ne? So viel zum Thema allgemeine Fragen, FAQ. Keine Ahnung. Habe ich mich auch schon selber gefragt. Ich habe keine Idee, was dann da noch kommen könnte. Außer wenn man jetzt weiter die Standards durchgeht, so ja, Flying Coaster haben die noch keinen, Wing Coaster haben sie. Stand-Up haben sie weggemacht. Ja, Flying Coaster würde jetzt noch fehlen und ein Spinning Coaster. Vielleicht. Ja, dann, das passt in FAQ wieder mega gut rein. Wann macht XY auf? Ja, die absolute Standard-Kage. Das wird wahrscheinlich nächstes Jahr dann nochmal ziemlich anstrengend wieder mal. Würdest du dir vorstellen, auch mit deinen Fans eine Parktour zu machen? Wie hat man das zu verstehen? Also ich werde keine Tour organisieren, wo ihr mitfahren könnt. Wir fahren aber oft immer wieder mal mit dem FKF mit oder Onride, ne, mit Fun-Tours. Und da sind ja auch andere Menschen im Bus, da könnt ihr ja auch mitfahren in diesen Bussen.
wenn es darum geht, dann sind wir da am Start, dann seid ihr am Start und haben wir Spaß. Wart ihr bereits auf dem Kranger Weihnachtszauber? Waren wir noch nicht? Weiß ich auch nicht, ob wir das noch machen werden. Ich glaube, wir schaffen es nicht und es ist auch aktuell wirklich nicht die Lust dazu da, das zu machen, wenn ich ganz ehrlich bin. Weihnachtskirmes haben wir ja gemacht in London. Aber dass dieses Jahr abgeht, ist jetzt nichts anderes, wie wenn man in Deutschland auf eine Kirmes geht, aber. Ist Limit wirklich besser als Taron? Achtung, Ironie. Ja. Beste Hardcore-Band momentan. Boah, ich bin da so raus aus dem Thema. Also ich höre die Musik noch, aber das ist so schnelllebig geworden. Beste Hardcore-Band, All-Time-Classic, Nasty auf jeden Fall. Wie steht dein Coast-Account? Keine Ahnung. 880 irgendwas, 883, keine Ahnung, weiß ich nicht. Ist mir nicht so wichtig. Wird es mal wieder Checks von Bassbädern auf dem Ride Review Kanal geben? Zum Beispiel, ich glaube, da stand dann Rolantica, das wird jetzt hier nicht ganz angezeigt. Wenn ich das aber aufmache, geht das alles weg. Ja, wird es. Hat es ja auch zwischenzeitlich wieder. Es gab ja auch Yas Waterworld aus Abu Dhabi, gab es ja auch hier zu sehen und so weiter und so fort. Rolantica kann ich mir auch vorstellen. Finde ich krass. So, wir machen Videos über Bäder, so. Interessiert keine Sau. Der Europapark baut einen Park, Wasserpark. Ich bin so ein Wasserpark-Fan. Was ist los, ey? Hast du das bei EP-Fan 95 abgekupfert? Ich glaube nicht, dass EP-Fan 95 FAQ-Videos erfunden hat. Und ich weiß auch nicht, ob der ein Video gemacht hat mit einer Roomtour und einer allgemeinen Vorstellung, was er so veranstaltet. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ich konsumiere keine anderen Freizeitpark YouTuber und sonstiges. Wie mit zwei I, W-I-I? Alt bist du und wie Hasi du? Wie Hasi du denn? Ich bin, wie alt bin ich denn? Darf man darüber reden? Das ist voll uncool, wenn die alle merken, wie alt ich bin. Aber mich schätzen immer alle älter als ich bin. Ich bin 31 jetzt. Ein richtiger 31er. Und heiße? Ja, wie heiße ich denn? Der eine oder andere weiß es. wie viel Kilometer pro Jahr reist ihr mit eurem Caddy für die Parks so runter? Das ist natürlich etwas unterschiedlich. Es gibt dann ja die Jahre, wo wir zum Beispiel letztes Jahr hatten wir dann zwei große Touren in den USA. Da können wir den Caddy natürlich nicht mitnehmen. Dieses Jahr waren die beiden größeren Touren auch ohne den Caddy. Macht ja auch Sinn, große Touren dann zu machen. Aber grob kann man schon sagen, dass das locker zwischen 30.000 und 40.000 Kilometer im Jahr sind. Also wir fahren 40.000 Kilometer im Jahr. Ich denke, dass 30.000 davon, glaube ich, dann nur für Parks draufgehen. Genaue Zahl kann ich dir Mitte, Anfang nächsten Jahres sagen. Da müssen wir das nämlich genau wissen. Was für Musik hört ihr immer auf euren Touren? Oh, die Ride Review on Tour Playlist auf Spotify natürlich. Checkt das aus, folgt dieser Playlist, kommt immer wieder was Neues dazu. Bam! Die hören wir wirklich. Also nicht immer. Meistens Podcasts, Hörspiele, Hörbücher, wenn es längere Touren sind. Oder dann halt irgendwie random irgendwie Musik anmacht die ganze Zeit. Aber die Playlist ist dann meistens so bei längeren, also bei Touren im Ausland ohne Internet unterwegs, weil ich die auf dem Handy runtergeladen habe und dann ist das ganz chillig. Mit welchen geilen Leuten verbringst du Silvester? Marvin, leider mit dir. Marvin ist echt der gute Junge, aber das ist auch so einer, da kannst halt immer nur Druppkloppe. Der braucht das auch, aber. Wie bitte? Ich höre gerade aus der Regie, die Bowle sieht so lecker aus. Die ist noch nicht mal fertig. Ja. Habt ihr Haustiere? Bettwanzen, Spinnen. Thekla wohnt hier bei uns. Thekla ist unsere Spinne. Spinnen sind cool. Haut nicht immer Spinnen kaputt. Lasst die Spinnen leben, die ihr habt in eurer Wohnung. Wie bitte? Außer Thekla keine Haustiere. Das wäre die richtige Antwort. Ich drifte immer ein bisschen ab. Wie umgehe ich lange Queues? Gute Frage. Ich habe keine Ahnung. Es wäre jetzt voll dumm, wenn ich sage, oder wenn ich verrate, wie wir vorgehen, wenn wir in den Park gehen. Ne? Das Sinnvollste ist halt, wenn es einen großen Park gibt, wenn der Park das hergibt, wenn es die Möglichkeit gibt, dass der Park so aufgebaut ist.
und auch schon morgens dann alles auf hat, als erstes nach hinten durchlaufen, ans Ende vom Park, wirklich an vielen Eingängen vorbei, egal wie leer die gerade sind, und zur allerletzten Achterbahn ganz hinten und damit anfangen und sich dann von ganz hinten nach vorne durcharbeiten und dann irgendwann mittags kommen die Leute dir zwar entgegen, dann knubbelt sich's kurz, aber dann ist auch die Mittagszeit, wo alle essen gehen und in der Zeit bist du dann vorne, wo alle schon gewesen sind und kannst das erledigen. Alternativ aber auch mit den Sachen anfangen, die die geringste Kapazität haben, damit du da schon mal durch bist, wenn morgens noch nicht so viel los ist. Und dann vielleicht, wenn man irgendwas nicht geschafft hat, das nochmal mittags versuchen, wo dann halt viele essen gehen. Warst du schon immer Ride Review oder gab es früher schon Projekte unter anderem Namen? Fragt der Herr Jolden Tapes. Ja, Bro and Videos. Das waren dann halt die ganzen Konzertvideos. Das kennt man, glaube ich, dann als unter anderem Namen. Und das war dann noch ein anderer Kanal. Der Kanal hier, der hat halt ganz, ganz am Anfang mit Mischmasch angefangen, wo ich alles Mögliche hochgeladen habe. Und das sich ja sehr schnell rauskristallisiert hat, dass es halt einfach nur noch Freizeitpark, Achterbahn, Kürbisvideos gibt. Das habe ich halt gemacht. Aber ich habe auch parallel schon immer Freizeitpark-Videos gemacht, aber nicht irgendwie unter irgendeinem Namen. Sondern das hat dann erst mit dem Kanal, dem Umstellung hier angefangen und wo es mit den Shows auch weniger wurde und wo auch immer mehr Copyright-Claims kamen von Konzertvideos, dann macht das irgendwann auch alles keinen Spaß mehr, wenn dir diese Sachen weggesperrt werden. Hättest du gerne deinen eigenen Freizeit- bzw. Themenpark und was wäre, das weiß ich natürlich nicht. Na, komm, jetzt klicke ich es mal an. Nee, das geht so nicht. Mann! Und was wären die Besonderheiten? Ich fände es schon cool, finde ich echt interessant. Ich habe auch einen Haufen Ideen von irgendwelchen coolen Sachen. Und es gibt halt, ich habe das jetzt aus dem FF, ist das jetzt ein bisschen doof, aber es gibt super oft Momente, wenn wir unterwegs sind in Parks, wo ich sage, wenn ich einen Park hätte, würde ich das so und so machen oder würde das so anders machen oder würde das genauso machen oder. Aber jetzt konkret aus dem FF kriege ich das auch nicht aus dem Ärmel geschüttelt. Sollte ich mir vielleicht alles mal aufschreiben und teuer verkaufen oder ein separates Video dazu machen. Wie viel Geld gibt der Zar ein Jahr aus für die Parks? Wie viel Geld gibt der circa ein Jahr aus für die Parks? Ist das eine Frage an mich oder soll ich jemand anderen? Keine Ahnung. Das weiß ich nicht. Könnte man auch nachgucken, das steht auch irgendwo in den Unterlagen, aber ich weiß es nicht. Es ist viel, viel Geld. Es ist alles. Wir gehen arbeiten und alles, was wir verdienen, geben wir für diese Sachen aus, die wir machen, die ihr hier sehen könnt. Man muss dann auf viel verzichten. Man kann nicht hier Larifari sich ein schönes Heidi-Deidi-Leben machen und irgendeinen Scheiß die ganze Zeit kaufen. Aber den ganzen Scheiß braucht man auch nicht. Und wenn man den weglässt, dann kann man so viele Parks besuchen. Also es ist gar nicht so viel. Ich kenne auch Leute, die besuchen viel mehr Parks als wir. Deswegen ist so meine Meinung dazu. Wie viele Counts hast du? Das hatten wir ja schon. Und du kannst bestimmt nie genug auf bester Park, beste Achterbahn eingehen. Ja, das ist die Seuche. Was ist die beste Bahn? Was ist der beste Park? Gibt's halt einfach nicht. Es gibt so viele so gute Parks, so viele so gute Bahnen und so viele verschiedene Faktoren und gibt's einfach nicht. Es ist so viel, so geil und man kann doch sich einfach an den Sachen, die es gibt, erfreuen. Klar gibt es immer irgendwelche Sachen, die ein bisschen herausstechen. Aber da teilweise liegt es auch am persönlichen Geschmack oder es liegt an der Situation und dem Gesamterlebnis, was man gerade hatte, was tausend Gründe haben kann, weil das Wetter geil war, weil du so einen guten Tag hattest, weil coole Leute dabei sind, bla bla bla. Das kann man nicht pauschalisieren. Plant ihr nochmal eine USA-Tour, da viele große neue Achterbahnen entstanden sind? Auf gar keinen Fall. Wer will denn bitte für Achterbahnen in die USA reisen? Also, Entschuldigung. Natürlich. So viele seit 2018, also Oktober 2018, so viel Neues ist jetzt nicht gebaut worden in den Parks, wo wir waren. Natürlich gibt es da die ein oder andere coole neue Bahn. Wird auch irgendwann bestimmt nochmal kommen. Wäre dieses Jahr fast sogar so gewesen, dass wir nochmal in den USA gewesen sind, ist dann aber leider Taiwan geworden, was ich auch cool, viel cooler fand eigentlich. Kann nächstes Jahr sein, kann auch nicht sein. Ich glaube eher nicht, aber ich habe keine Ahnung. Wir können auch momentan, können wir auch gar nichts planen. Das hat auch wieder andere Gründe. Welcher war der katastrophalste Park, wo ihr gewesen seid? Viele würden jetzt denken, Mont-Mosar in Belgien. Ich würde sagen, Six Flags Magic Mountain. Bam.
Oder, das liegt bestimmt an der Magie, Disney's Magic Kingdom. Alter. Also da musst du, wenn du das geil findest, da musst du für geboren sein. Das ist ein Park für Leute, die ihre Eltern geschlagen haben. Nee, andersrum, Eltern, die ihre Kinder geschlagen haben. Das wünschst du dich deinen schlimmsten Feind irgendwie, dass du da hin musst. Und Six Flags Magic Mountain ist halt die Essenz der Kack-Operations und nicht gepflegten Parks von Six Flags. Willst du irgendwann mal wieder eine... Ne, das hatte ich doch schon... Ach so, das ist. Willst du irgendwann nochmal wieder eine Amerika-Tour machen mit den ganzen Cedar Fair und Six Flags Parks? Was ist mit den anderen Parks, die nicht von Cedar Fair und Six Flags sind? Aber habe ich ja auch gerade schon beantwortet quasi. Und Cedar Fair und Six Flags wird auf jeden Fall auf irgendeiner Tour irgendein Park dabei sein. Die kaufen ja momentan komplett alle Parks da irgendwie sich zusammen und teilen das untereinander auf. Was ist eure Lieblingsachterbahn? Brrr. Haben wir ja gerade schon gehabt, das Thema. In wie vielen Freizeitparks wart ihr schon? 180, 200? Ich weiß es gar nicht. Irgendwas um den Dreh rum war es zuletzt. Verschiedene Parks. Nicht Besuche, sondern Parks. Macht ihr YouTube und so hauptberuflich? Nein. Wir gehen beide komplett hauptberuflich arbeiten, also Vollzeit. Jeder so Minimum 40 Stunden, gerne auch mal mehr. Und das ist alles meine Freizeit, was ihr hier auf diesem Kanal seht. Das Rumgefahre, die Parks, die Videos, das alles ist meine Freizeit. Nichts hauptberuflich. Top-Frage. Müsste sein. Junge. Erstmal die Maschine wieder ein bisschen ölen. Top-Frage müsste sein, ob ihr eigentlich nicht arbeiten geht. Ja, offensichtlich. Ja, tun wir aber. Was wir aber nicht machen, ist schlafen. Weil wenn man damit aufhört, kann man mehr machen. Muss einfach mal ein bisschen seine Arschbacken zusammenkneifen, weniger schlafen und allgemein seine Arschbacken zusammenkneifen. Gut planen und dann kann man ein bisschen mehr machen, außer nur seine 5-6 Wochen Urlaub im Jahr. Da geht dann einiges. Da musst du halt von der Nachtschicht mal irgendwo hinfahren, in den Park und vom Park wieder zur Nachtschicht fahren. Muss halt ein bisschen doof im Kopf sein. Was ist euer Lieblingspark in Deutschland? Gibt es in den USA einen Start-Freizeitpark, welchen du unbedingt noch besuchen willst? Was wir auf der letzten Tour ausgelassen hatten, war Silver Dollar City. Da wäre ich sehr gerne hingefahren. Ansonsten fällt mir jetzt nichts ein, was uns noch fehlt, was ich jetzt auf dem Schirm habe, wo ich unbedingt gerne mal hin wollen würde. Der Park, der wäre der einzige, der mir jetzt gerade noch so einfällt. Ja, Texas fehlt uns noch, aber da ist jetzt nicht irgendwie ein spezifischer Park, wo ich denke, da will ich noch hin. Ach so, der Staat hat, ja, Texas fehlt uns noch und als Park dann Silver Dollar City. Ist das schon Texas? Ich weiß es nicht. Oder ist das noch Nashville, Tennessee? Nee, nicht Nashville, einfach nur Tennessee. Ich bin ein Idiot. Ich bin so dämlich manchmal. Grüße an meinen Cousin Sven Pelle Fitness. Folgt er mal hier auf Insta, da freut er sich. Dann kann er wieder blöd in die Kamera grinsen. Ist momentan zu haben, aber nicht für Boys. Da wurde ja schon gefragt. Wie lebt es sich damit, den coolsten Cousin der Welt zu haben? Das frage ich mich halt auch immer und ich warte immer noch auf eine Antwort von dir darauf. Aber er hat auch noch eine zweite Frage geschickt. Wie motivierst du dich, jeden Tag ein Video rauszubringen? Und das ist eine sehr gute Frage. Ich weiß es eigentlich gar nicht. Es ist einfach mein Dickkopf und meine Sturheit und meine Stumpfnis. Stumpfnis ist auch ein geiles Wort. Ich habe halt Bock, ich weiß nicht warum, aber ich habe Bock, ich habe diesen Drang, diesen Hunger, wie man so schön sagt, auch wenn ich nicht so aussehe, als ob ich jemals in meinem Leben Hunger gelitten hätte. Und ich habe keine Ahnung, ich will einfach machen und das Ding ist, es ist halt so viel, was geil ist, wo ich Spaß dran habe, was ich hochladen möchte, aber das alles auf einmal hochladen ist halt kompletter Overload und das kann keiner verarbeiten, keiner verkraften. Also habe ich ja damit angefangen, das so aufzuteilen und über mehrere Tage zu machen.
Und dadurch ist das dann irgendwie passiert, dass dann so viel da war, dass es für jeden Tag gereicht hat. Und wir legen immer nach und legen immer nach. Manchmal muss man sich was einfallen lassen, weil dann mal gerade ein Tag nicht zufällig was am Start ist. Obwohl ich auch noch sehr viele Ideen habe, die alle da vorne in Notizen stehen. Oh. Aber ja, das ist einfach Bock. Ich kann es nicht erklären. Ich weiß nicht. Also ich bin ein schlechter Motivationscoach auf jeden Fall. Man muss einfach das lieben, was man macht. Dann funktioniert es. Was ist eigentlich dein genauer CC-Men, Junge? Geiler Kommentar. Eine Frage. Oder warum? Ja, genau. Weiß ich doch nicht. Ich muss doch mal auf Coast-Account gucken. Sven hat ja noch eine Frage gestellt. Die kam danach noch. Wie viele Stunden verbringst du pro Woche circa mit dem Schneiden von Videos? Das weiß ich mich gar nicht. Ich gucke mich nicht auf die Uhr. Und ich mache das ja immer wieder mal und auch unterwegs und hier und da. Und ich möchte es, glaube ich, gar nicht wissen, weil dann verrät man nicht. Ich weiß es echt nicht. Ich bin auch keiner, der sowas dann so statistikmäßig sich notiert. Wäre interessant, richtig, aber wäre mehr Arbeit. Und wenn ich das dann alles aufschreibe, auswerte und wie auch immer, verliere ich Zeit, in der ich Videos oder andere Sachen machen könnte, die viel effizienter sind und viel cooler sind, alle mehr was von haben, als von eben mal so einer coolen Zahl raushauen. Habt ihr Jahreskarten für ein oder mehrere Parks? Jetzt aktuell, Off-Season, haben wir gar keine mehr, ne? Jetzt ist alles durch. Wir hatten eine für den Moviepark letztes Jahr, oder dieses Jahr, das ist ja letzte Saison, und für Dubai Parks and Resorts, also Motion Gate, Legoland Dubai und Bollywood und Legoland Wasserpark in Dubai. Die hatten wir zuletzt. Die meistgestellte Frage ist ja sicher bezüglich Einladung und wie ihr die Touren finanziert, oder? Wieso bezüglich Einladung? Das verstehe ich nicht. Und ja, die Touren finanzieren wir, indem wir arbeiten gehen. Wir haben keine neue Lösung für die Probleme, die wir alle haben. Man muss arbeiten gehen, um Geld zu haben, um das auszugeben für solche Touren. Es ist unfassbar, ja. Es ist echt ätzend, aber... Und ich sag's euch, wenn ihr zwei Touren machen wollt im Jahr, dann geht der noch am Wochenende arbeiten und dann geht ihr nachts arbeiten und dann macht ihr auch noch Überstunden und dann klappt's auch mit den Frauen. War das nicht irgendein Werbeslogan? Klappt's auch mit den Nachbarn. Oh. Kalkon. Ups. Nee, nicht Kalkon. Waschmaschinen leben länger mit BRO. Ist ja auch egal, was das war. Nee. Standardfrage, wann eröffnet? Richtig. Worauf bist du mehr gespannt? Neuheit 2020 im Hansapark oder Holiday Park? Was passiert mit der Glocke im Hansapark? Sehe ich aus wie Andreas leicht? Nee, Andreas schwer. Oh, scheiße. Das ist echt schon spät jetzt gerade. Hast du eigentlich nochmal die Suppe gerührt? Ja, eben. Und auch unten am Boden? Ja. Also, ja. Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Sehr schwer, gutes Personal heutzutage zu bekommen. Wann kommt die Doku über euch raus, wo ihr in Tripsdrill und in Schwabenpark begleitet wurdet? Das kann ich dir nicht beantworten, da ich das ja gar nicht gedreht habe. Ich habe keine Ahnung, wirklich nicht. Ich habe ab und zu habe ich aus dem Schnittraum Fotos bekommen. Grüße an dieser Stelle auch. Ich weiß es nicht. Es gibt ja schon einen Teaser. Den habe ich auch geteilt auf Instagram. Den konnte man auch auf Instagram sehen. Den kann man immer noch sehen. Ich weiß gar nicht, ob man das bei mir im Feed noch findet. Aber einen Teaser gibt es schon. Ich weiß auch gar nicht, wo der jetzt, auf welcher Insta-Seite der war. Wir haben es aber alle gespreadet. Und Teaser gab es schon. War schon cool. Ich bin sehr gespannt. Also, wenn das Ding am Start ist, ihr werdet es, glaube ich, schon mitbekommen. Da werde ich da schon etwas so verlauten lassen. Hi, at Red Review. Hi, at den Fame kriegst du nicht. Wie siehst du die Entwicklung des Moviepark Germanys? Sehr, sehr gut. Habe ich ja, glaube ich, dieses Jahr sehr viele Videos auch gemacht, wo das nochmal... auch zum Thema geworden ist. Es gibt ja auch sogar jetzt auf dem Kanal, als Nicht-Abonnent kriegst du, glaube ich, sogar Movie Park Parkcheck angezeigt und vor kurzem kam ja auch noch ein Video, dass sie weiter auf Erfolgskurs sind, dass es halt richtig abgeht. Und ja, ich finde es geil, ich finde es richtig geil, was sie machen.
Und das nicht nur, weil wir irgendwie da irgendwie geile Reportagen euch mitbringen können, sondern weil es wirklich cool ist. Die Miri. Grüße an dieser Stelle. Da kommt auch demnächst noch was. Das ist auch sehr spannend. Da tut sich auch einiges. Auf welche Rides gehst du nur für die Kamera und am liebsten gar nicht? Am liebsten gar nicht, mache ich auch gar nicht. Das sind diese ganzen Flat Rides, die ganzen Gottschleudern, was sich alles überschlägt, dreht und oh. Da gehe ich auch gar nicht drauf. Wenn Uschi sowas fahren will, schnall ich da vielleicht eine GoPro um oder schraub irgendwo nur eine GoPro dran, lass sie alleine mitfahren. Das ist nicht meins, da wird mir schlecht. Früher ging das, als der Papa noch jung war. Aber die Zeiten sind vorbei. Und das lasse ich dann auch komplett aus. Dark Rides gehe ich sehr, sehr gerne drauf. Nicht nur für die Kamera. Manchmal gibt es Wiederholungsfahrten für die Kamera. Achterbahn fahre ich alle, wegen dem Count, nicht wegen der Kamera. Manchmal, wenn On-Rides erlaubt sind, dann stehst du halt noch mal länger an für die erste Reihe. Obwohl die Fahrt nicht so cool ist und du länger anstehst, das ist dann für die Kamera. Aber ich muss ja für den Count, muss ich ja eh jede Rumpel-Kackhausbahn einmal fahren. Und das mache ich dann für mein nicht vorhandenes Ego oder für die Zahl. Also das, ich habe ja eben schon gesagt, die Zahl ist mir jetzt nicht so wichtig, aber man macht es ja trotzdem für seinen Count. Und ich mache es nicht für die Kamera, das mache ich dann halt einfach dafür. Wir fahren halt, wir laufen in Kinderbereiche für die mit der Kamera für die Kamera. Also ich muss mir jetzt nicht im, keine Ahnung wievielten US-Park, den 500. Peanuts-Kinderbereich angucken, der exakt so aussieht wie alle anderen. Mache ich aber für die Videos, damit ich das einfach dokumentiert habe. Ich freue mich am Ende auch selber drüber, dass ich das dann selber nochmal sehen kann und das da auch sehe. Aber es ist unterm Strich, es ist natürlich totaler Blödsinn. Und das mache ich für die Kamera, ja. Oh, ein weiterer Kommentar mit Hi at Ride Review. Hi. Wish you the best. Thank you very much. International. Oh, mon Dieu. Boah, ist dir auch so warm? Nee, mir ist kalt. Deswegen sitze ich hier direkt vom Feuer. Ich bin voll am Sweaten und bin voll weit weg vom Feuer. Was ist dein Lieblingsfreizeitpark? Wie lange macht ihr Ride Review schon? Gruß aus Bochum. Man ist sich darüber nicht so im Klaren. 2012, 2013 hat das ganze Projekt den Namen Ride Review bekommen. Ne, habe ich ja eben schon erzählt. Achterbahn-Videos auch schon vorher. Aber da kam dann auch der Name. Ich glaube, 2012 war es. Ich bin mir, oder 13, ich bin mir nicht sicher. An so einem Ballen, so seitdem heißt das Baby Ride Review. Wie richtest du deinen Kanal nach neuen COPPA-Richtlinien ein? Also für mich richten sich meine Videos nicht an Kinder. Aber dieses COPPA ist ja total dämlich, weil wenn ich im Moviepark über den Paw Patrol-Themenbereich spreche, Paw Patrol richtet sich natürlich voll an Kinder. Aber wenn ich dann da sage, das ist der Hersteller, das wurde so und so gebaut und das sind die technischen Daten und dann englische Wörter nochmal da drin sind, das richtet sich halt nicht an Kinder speziell. Deswegen, also, es macht für mich absolut keinen Sinn. Ich werde auch nichts ändern. Ich kann auch nichts ändern, weil das ist halt totaler Quatsch. Und irgendwelche krassen Sanktionen, strafrechtlich relevante Sachen kriegen wir eh nicht. Das ist halt einfach nur für Amerikaner, US-Amerikaner. Und was YouTube an Sanktionen dann verhängen wird, das werden wir dann sehen. Ich erinnere aber gerne mal an Artikel 13 und die DSGVO. Was für eine Panik da war, bevor das Ganze gekommen ist. Das Internet war ja kurz davor, komplett abgeschaltet zu werden. Hat sich irgendwas geändert? Lieblingsattraktion im Phantasialand. Auf jeden Fall kann ich da eine ganz klare Antwort geben. Die Humpenbude. Colorado! Ja, du fährst Colorado, ich bin in der Humpenbude. Ist dein euer Kanal mittlerweile auch mittlerweile eure Haupteinnahmequelle oder arbeitet ihr noch? Das habe ich ja auch komplett schon ausführlich beantwortet. Würdet ihr das alles genau wissen, würdet ihr mit mir weinen. Was machst du beruflich? Ich bin, wie nennt man das, Maschinenführer? Keine Ahnung. Ich bin im Betrieb, die machen Isoliermaterial für Hochöfen unter anderem. Hochtemperaturwolle nennt man das Ganze auch. Also Auskleidungsmaterial für die zweite Hitze. Und da bin ich in der Weiterverarbeitung an der CNC-Säge.
Es ist voll nicht spektakulär. Es erfordert jetzt nicht so viel Denkvermögen von mir. Davor bin ich 4 Jahre LKW gefahren und davor war ich Buchbinder, bin auch gelernter Buchbinder. Aber ihr seid im Internet, ihr wisst genau, das gibt's nicht mehr. Ja. Was war die von den positiven Gehkräften intensivste Achterbahn, die Sie jemals gefahren sind? Sehr höflich. Hallo, einen schönen guten Abend, der Herr. Technisch, also faktisch, keine Ahnung, absolut nicht. Und vom eigenen Gefühl her würde ich sagen, auf jeden Fall, dass das dann Intimidator 305 sein müsste, weil da kam halt Greyout. Sichtfeld wurde eingeschränkt, die Farbe verschwand langsam aus dem Bild und das Sichtfeld wurde auf jeden Fall immer kleiner. Und dann aus dem Tal ging es wieder hoch und das Sichtfeld öffnete sich, dann ging es nochmal runter, das Sichtfeld wieder ein Stück kleiner, dann war auch vorbei. Und auch nur in der ersten Reihe das Spektakel, aber das würde ich sagen, Intimidator 305 war von den Gehkräften auf jeden Fall die intensivste Bahn bisher. Was hältst du von anderen Freizeitparkseiten? Konsumiere ich nicht. Es gibt viele, von denen halte ich absolut gar nichts und finde es echt scheiße, was die machen. Nicht, dass ich irgendwas besser machen würde, aber es gibt halt Leute, die machen echt voll die Kacke. Es gibt Seiten, die sind echt cool, die machen auch coole Sachen. Und wenn ich mit meinem ganzen Videokram durch bin, mit meinem ganzen Freizeitparkkram durch bin, dann bin ich auch mit dem Thema durch. Dann möchte ich auch, also da bleibt auch nicht mehr viel Zeit über am Tag, aber dann möchte ich mich auch nicht weiter mit Freizeitparks beschäftigen. Du musst ja irgendwo einen Ausgleich finden und dann ziehe ich mir auch nichts mehr rein, irgendwie zum Entertainment oder so. Glaubst du, dass Time Rider umgebaut wird? Erstmal nicht. Was war deine erste Looping-Achterbahn? Das war Nessie im Hansapark. Bin ich zusammen mit meinem Vater gefahren, hab dem gesagt, er soll mich doch bitte festhalten, weil es gibt ja nur Lap-Bars. Und hatte ich dann Angst als Kind. Ich war auch sehr klein noch. Ja, hat er auch gemacht, bis kurz vorm Looping. Und dann ist das passiert, was ihr jetzt seht. Herzlichen Glückwunsch. Könnt ihr diesem Mann einen Strauß Blumen schicken? Was haltet ihr vom diesjährigen Wintertraum? Ja, es ist wie der letzte Wintertraum auch. Hat sich da groß was geändert? Nee, ne? Nö, aber ist schön. Also ich finde es echt geil, sieht richtig schön aus. Mir gefällt das sehr, sehr gut. Wie viele Fragen müsst ihr schon beantworten? Schätzt mal. Wenn du mitgezählt hast, weißt du es. Ich habe keine Ahnung. 2, 4. Ach, ich war noch gar nicht fertig. Scheiße, ich habe wieder hochgemacht. Ich sag mal rund 60 Fragen. Kann das sein? Was hältst du von dem SBF Visa Tower Coaster? Bin ich leider noch nicht gefahren. In Belgien war ja mal einer auf der Reise, den bin ich aber nicht gefahren. Finde ich schade. Ich bin mir auch darüber im Klaren, dass es auch nicht gut ist und dass ich da auch nichts verpasst habe. Aber ich hätte sie halt gerne gemacht. Auch die von, wie heißen sie nochmal, die Amis? Der Tower Coaster, den wir in Frankreich gefahren sind, Anfang des Jahres. Es ist halt skurril, trashig, nicht gut, aber irgendwie trotzdem wieder geil. Ich mag sowas. Das kennt ihr auch von diesen ganzen Geisterbahn-Videos, die ich hochlade. Die sind halt kacke, aber voll cool. Also ich mag das. Ich habe da meinen Spaß. Hi, good pick in Instagram. Yo. Ist ja klar. Ist ja mein Instagram-Account. Nein, alles gut. Woher hast du die ganzen Infos bezüglich den Neuheiten etc.? Da gibt es diverse verschiedene Quellen. Kann man auch wieder nicht pauschalisieren. Glaubt auf jeden Fall nicht alles, was ihr irgendwo im Internet lest. Und ja, das war's. Mit den Fragen, die ihr für das FAQ geschickt habt. Das FAQ habt ihr hoffentlich gesehen. Wenn ihr es nicht gesehen habt, verlinke ich euch das in der Endcard, die dann jetzt kommt, wenn ich fertig bin. Und gibt es sonst noch was zu erzählen? Ich weiß nicht, wann dieses Video kommt. Keine Ahnung, das werdet ihr sehen. Geil. Jo, ich hoffe, ihr habt da ein bisschen was mitgenommen. Wenn es irgendwie noch weltbewegende Fragen gibt, die ihr schon immer beantwortet haben wolltet, könnt ihr die gerne jetzt unten in die Kommentare schreiben. Ob und wann ich die beantworte, weiß ich nicht. Kann aber gut sein, dass wir das dann vielleicht nochmal machen. Es sind ja seit dem letzten Sag mal an, was es irgendwann mal gab, verdammt viele Leute mehr dazugekommen. Das Sag mal an, das Format, das hat sich irgendwann totgelaufen. Wir haben es ja auch einmal im Monat gemacht und dann haben sich ja die Frage irgendwann wiederholt. Es kamen zwar immer die Fragen von anderen Leuten, aber... Ne?
Anderes Thema. Wir denken positiv in die Zukunft. Und das macht ihr jetzt auch. Und deswegen lasst ihr ein Abo da und drückt die Glocke, weil ihr dann echt... Ach, was für ein Quatsch. Absoluter Blödsinn. Wenn ihr Bock habt, abonniert ihr. Wenn nicht, dann nicht. Und bewerten, supporten und sonst was. Könnt ihr von mir aus auch. Und in der Videobeschreibung gibt es ein paar Links. Ist aber alles nicht so wichtig. Es gibt Wichtigeres. Und ja, wir haben Spaß. Und ich bin raus. Ihr seid die coolsten. Euer Bro ist right über Video Magazin. Peace.